Willkommen, liebe YouTube-Zuschauer, bei Dark Souls 2, Scholar oder Scholar of the First Sin auf der PS4. Wir fangen heute an. So sieht's mal aus und ihr seid dabei. Und wir starten das Ganze einfach mal. Beziehungsweise ich habe es schon gestartet. Das heißt, ich muss nur noch einmal ganz kurz meinen Monitor umschalten und dieses Stream-Bildchen in die andere Position hier bringen. Nämlich dann sehe ich auch, was hier auf meinem Monitor passiert. Und ich habe den Charakter, mit dem ich einmal ganz kurz reingeschaut habe, gelöscht. Das heißt, wir erstellen heute auch ganz fix einen neuen. Ich spiele natürlich online, weil meine Strategie zumindest aus den vorigen Spielen... Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Dark Souls Hype. A place where souls may mend your ailing. Doc Emmett. Und Cube World. You will lose everything. Oh my God. Once branded. The symbol of the curse. Und Sir Rayman. Danke fürs Follow. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. Und Steffmark, dir natürlich auch. None will have meaning and you won't even care. By then, you'll be something other than human. PvP-Fighter, hoffentlich kämpfen wir nicht gegeneinander. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Also eins muss man FromSoft verlassen, die Cutscenes haben wirklich fast schon Blizzard-Niveau. Die sind richtig gut. Geht mit euch heute ab, Freunde. Schild! Nee, Geo, ich möchte schon noch Platin machen. Doppelplatin-Hype. Ich hab's ja schon auf der PS3 Platin und ich würde es auch gerne auf der PS4 noch auf Platin machen. Und
bevor wir jetzt anfangen können zu spielen, Freunde. Ihr seid ja Wahnsinn, was ist denn hier los? Der böse Elch wünscht frohe Ostern. Mit 4 Euro. Da sage ich auch, mein Lieber, danke für die Unterstützung und frohe Ostern, mein Lieber. Und Steffen TTH, weiter so, sehr kurzweilig deine Streams. Danke für das Kompliment, Stefan. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen unterhalten. Das wäre mir ein großes Anliegen. Und ich sage danke für deine Unterstützung. Und MacJammer, servus, Luis. Freut mich schon auf deinen No-Death-Run. Nein, lobet die Sonne. MacJammer, immer die Sun praisen. Jammer, ich danke dir. Du hast ja in letzter Zeit häufiger und immer so viel gespendet. Alter, du Verrückter. Ich danke dir. Ihr seid Wahnsinn. Ja, ich sitze jetzt im Bild. Warte mal, sitze ich im Bild? Ich sitze vor den Items, wo im Moment noch nicht allzu viel ist. Ich glaube, das können wir erstmal so lassen. Wie gesagt, wenn nicht, müssen wir es irgendwann umstellen. Den Chat wieder nach oben, die Cam da. Ich lasse es erstmal so, weil im Moment haben wir ja noch nicht so viele Items. Ich hoffe jetzt, dass die 60 FPS irgendwie ankommen, weil, wie man sieht, ist es hier sehr flüssig. Shiro. M.H. Shiro. X.M.H.S. Shiro. Ich danke dir. Nein, also, was ich schon mal ausschließen kann, es wird ein Leuchtfeuer und ein Ich-sterbe-tote-Run. Also, dafür kenne ich halt diese Edition hier noch nicht. Wie gesagt, es sollen ja halt neue Klamotten drin sein. Und dementsprechend, wenn überhaupt, machen wir so ein No-Bonfire und oder No-Death-Run zu anderer Zeit. Nicht aber jetzt. Weil das werde ich einfach nicht schaffen, weil keine Ahnung, was hier auf uns zukommt. Ich muss nämlich jetzt auch erstmal wieder mit dem Spiel klarkommen, denn der Stamina-Verbrauch allein schon beim Sprinten ist 500 Mal höher als im Bloodborne, was ich jetzt ja die letzten anderthalb Wochen exzessiv gespielt habe. Plus, oh, die Rolle ist halbe Stamina weg, zwei Rollen Stamina weg. Ja, das wird lustig. Das wird lustig werden. Erstmal wieder drauf klarkommen, dass die Stamina hier deutlich mehr kostet, quasi. Alter Schwede. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. Mm-hmm. Okay, ich lese es gerade. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? Ich lese es, Spike, ich lese es. You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate. Ja, jetzt im Moment ist es nicht pixelig, weil sich nichts bewegt. Also das ist klar, nur in den Bewegungen. What is your name? Um das kurz zu erklären, 30 versus 60 FPS, er muss quasi die angegebene Zielbitrate auf die doppelte FPS benutzen. Das heißt, er muss natürlich die Bildqualität halbieren, um halt das in die FPS packen zu können. Dementsprechend hat er weniger Bitrate in schnellen Bewegungen, was mehr zu Artefakten führt. Das heißt, in schnellen Bewegungen wird es zwangsläufig pixeliger sein bei gleicher Bitrate, bei 60 FPS. Die Frage ist, ist das für euch in Ordnung oder soll ich den Stream einmal kurz neu starten mit den gewohnten Bloodborne 30 FPS und der Bloodborne-Qualität? Wie gesagt, ich kann die Bitrate halt nicht erhöhen, weil sonst leckt es aufgrund von Twitch bald zu hohe Bitrate. Wie gesagt, das ist das Einzige, was ich halt machen kann. Ich kann einmal ganz kurz die Charaktererstellung eben noch fix fertig machen. Dann haben wir das zumindest schon mal drin. Und dann kann ich halt anbieten, den Stream einmal neu zu starten mit 30 FPS. Oder es halt so zu lassen, wie es gerade ist. Das ist mein Name. Jawohl, ja. At least you know your own name. Also die Tendenz geht Richtung 30. Ja, ich mach den Charakter fertig, renn noch mal rum, dann können wir noch mal pauschal was sagen. Take a closer look.
Who do you think it's supposed to be? Ja, ich mach nur eben den Charakter noch fertig. Dann haben wir das fertig. Deep into your past. Yes. It's an effigy of you. Ja, ja, Metal, also jetzt sieht's gut aus, keine Frage. Jetzt bewegt sich nichts, alles ist toll. Körper, Geschlecht, weiblich, Körperbau, nehmen wir hier so eine dünne Hippe, Figur, reich, passt, Aussehen, Herkunft, was haben wir denn hier? Ne, wir sind wieder so ein Kellerkind, nehmen unseren geliebten Pferdeschwanz, die Haarfarbe machen wir wie immer lustig rot, die Augenfarbe machen wir wie immer, achso, das sind die Augenbrauen, Augenbrauenfarbe. Keine Ahnung. Nicht ganz so rot, oder? Ja, Augenfarbe, was weiß ich, mach mal blau. Tätowierung will ich nicht. Fertig. Körper passt, klasse, Gabe, klasse. Möchte ich den Schwertkämpfer nehmen? Gabe nehme ich ein Asketenleuchtfeuer. Und das war es quasi. Abschließen. Jawohl, ja. Mein wahres Ich. Hurra. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. So, Sekunde. Jetzt gehe ich nochmal raus. Dann können wir nochmal kurz testen. Ja, wie gesagt, ich müsste halt mit mehr Bitrate streamen, aber das kann ich tatsächlich erst, wenn ich irgendwann einen Source-Button habe für Partnerschaft. Sonst wird das nicht funktionieren. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. PS4. All of them. Over and over again. So, dann sind wir hier jetzt quasi fertig mit der Charaktererstellung. Und dann gehe ich mal ganz kurz nochmal vors Türchen. Warte mal, nicht erschrecken, da unten ist jetzt bei euch oder da oben ist jetzt ein Loch. Nur, dass ich jetzt auch einmal gleich die Qualität sehe. Ich hole mir nur einmal in der Kiste hier oben noch, dass ich es nicht vergesse, das Menschenbild, falls es hier noch drin ist. Ja, ein Menschenbild, hurra. Und dann möchte ich das bitte selbst mal kurz in der Vorschau sehen. Ne, falsche Seite, hier muss ich raus. Und dann gehen wir mal hier durch das Gras, wo ich das wahrscheinlich am besten einmal sehe. Was man hier sieht. Also hier auf der PlayStation an sich sind es klar 60 FPS. Man merkt halt ganz krass den Unterschied zu Bloodborne an der Stelle. Ist halt super flüssig, schon fast unrealistisch flüssig. Die Frage ist halt, wie es bei euch aussieht im Vorschaubild. Sieht schon pixelig aus. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, müsst ihr entscheiden. Neustarten mit 30. Erstmal lassen. What the fuck? Ja, sorry, das wurde jetzt nicht eingeblendet, weil den hatte ich gerade ausgeblendet. Sorry. Ah. Okay. Frohe Ostern von Bolleboob. Ist gerade nicht angezeigt worden, weil ich es leider nicht auf hatte. 4 Euro von Bolleboob und Granatenkarl, Praise the Sun an alle Sonnenanbeter ebenso. Gut, danke ihr beiden für die Unterstützung. Ich starte den Stream nochmal neu mit 30 FPS. Lauft nicht weg, ist eine Sekunde der Stream dann weg. Nicht wundern. BRB.